Nee, aber auf jeden Fall, es muss jetzt einfach kommen. Kampfvorhersagen. Wer kämpft gegen Jack? Weil das ist mittlerweile unausweichlich. Zorro. Alles klar. Glaube ich tatsächlich. Ich glaube, dass Zorro. Also erstens ist es fucking Jack. Und nicht Kaido, weil Ruffy kämpft gegen Kaido. Zorro muss endlich mal fucking zeigen, was er kann. Sanji ist nicht da. Kein anderer kann es auch aufnehmen. Vielleicht Nikomamushi oder Inuarashi. Das wäre natürlich cool, weil sie dann zeigen könnten, yo, eigentlich sind wir doch stärker. Außerdem bezweifle ich, dass er noch eine Giftgaswaffe hat. Und außerdem kämpft er auch mit so Messern, so Schwertern. Und so ein Mammut, Zorro, Tier. Tot Nee, aber ohne und Spaß. Verderben. Also Ich glaube Zorro. ich halt auch immer der Meinung, Zorro vs. Jack ist halt irgendwie obvious, weil ne, rechte Hand von Kaido, rechte Hand von Ruffy, Ruffy vs. Kaido. Das Problem ist nur, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass der Kampf so früh kommt. Also. Noch kämpfen sie ja nicht. Noch will Kaido ja nur den Elefanten runterwühlen. Ja, glaubst du wirklich, dass. Also. Wir sind uns einig, dass da irgendwie mehrere tausend Leute sein sollten, die Observationshaki können. Also einer muss doch sich denken, ey, da kommt jemand, den kennen wir. Über so ein komplettes Land drüber? Wenn Enel das konnte. Also, ganz ehrlich, Jack ist stark, aber so einen riesigen Elefanten einfach One-Hit wegzumachen? Stell ich mir schwierig vor, also, ne, der wird erstmal ins Taumeln kommen und spätestens dann würde ich irgendwie aufmerksam werden, wenn halt, keine Ahnung, so ein Lysop Also von. ich hätte Bock auf Zorro versus Jack. Ja, ich auch, aber das Problem ist halt, ich weiß, wie stark Zorro ist. Stark. Also ich weiß nicht, ob Zorro Das wäre sich. natürlich der Shit, wenn Zorro Jack besiegen würde, ne? Dann würde er auf meiner Skala stärker als Ruffy sein. Ja, na deswegen, ich habe eigentlich gedacht, Zoro wäre halt noch schwächer als Nikomushi und Inuarashi und kriegt halt noch den Push irgendwie in so ein paar hundert Kapiteln, nicht nächste Woche. Aber wer sagt denn, dass Zoro denn trotzdem schwächer ist als Nekomamushi und Inuarashi? Der hat doch gesagt, die prügeln den kaputt. Ja, das halt ist das Problem. Also Zoro versus Jack ist halt mein Favorit und glaube ich auch der Favorit des kompletten Internets. Also, ganz ehrlich, wie viele gesagt haben, Zoro vs. Jack confirmed. Allerdings hat jetzt Inuarashi gesagt, ne, wir haben halt noch die Trumpfkarte und werden ihm halt das nächste Mal zeigen, wie stark wir wirklich sind. Und Nikomamushi hat gesagt, er will sich noch rächen. Das heißt, die beiden wollen auch noch kämpfen. Wo ich mir denke, Zoro. Glaubst du, Nekomamushi und Inuarashi oder Zoro schneiden ihm jeweils so einen Arm und so ein Bein ab? Am Ende? Zoro ist nicht so jemand. Und ich glaube, die beiden auch nicht. Das wäre aber ziemlich witzig, muss ich sagen. Also, Oda ist ja sehr distanziert, was da abgeht, von wegen, wer gewalttätig und wer nicht. Ja. Und normalerweise sind halt die Guten nicht die Gewalttätigen, außer Hancock, die einfach mal unschuldige Babytiere wegkickt, aber, ne, die ist halt eine Ausnahme. Nee, glaube ich auch nicht, aber das wäre trotzdem eine Überlegung wert. Kann ja Ich passieren. glaube nicht, So dass. durch unglückliche Zufälle. Ja, dass Zoro hart abgeht und da Körperteile weggefetzt werden, gut. Aber halt den Absicht zu foltern ist für mich irgendwie nicht das, was Zoro tut. Vor allem ist auch, glaube ich, Ruffy dagegen. Also klar, Ruffy mag den Typen auch nicht. Aber wirklich so Folter. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß es doch auch, aber ich wollte es einfach nur mal in eine Runde schmeißen. Also wir haben ja das Problem, Zorro vs. Jack ist halt, wie gesagt, eigentlich prädestiniert, aber Nikomushi und Inuarashi wollen Rache haben. Und Ruffy hat auch noch gesagt, von wegen, dass Jack ihn ankotzt. Aber ich habe schon. Ich glaube nicht, dass Ruffy gegen Jack kämpft. Ich habe jetzt schon die Paarungen gelesen, von wegen Zorro Jack. Zorro Inuarashi Nikomushi Jack. Zorro Law Inuarashi Nikomushi Jack. Oder Ruffy Zorro Law Nikomushi Inuarashi Jack. Ach so. Das ist voll unfair gegen Jack Ja, gegenüber. wollte ich auch gerade sagen, weißt du, Zoro vs. Jack wäre übelst episch, wo ich mir dachte, wenn Inuarashi und Nikomushi auch noch dazu kommen, ist doch irgendwie obvious, dass sie gewinnen. Weil, also ehrlich, so einfach überwältigen ist ja auch nicht so, dass. Ich will einen epischen Ich Kampf sehen glaube, und nicht ich einfach so einen glaube, Stiefelkreis. ich glaube, ich glaube, Jack schafft es, zu Nisha zu stürzen. Sehr hart scheiße, weil dann geht fucking Königreich für die unter. Oder ein Ja, aber das Herzogtum. wäre halt ein übelster Twist im kompletten Dings. Es ist noch nie passiert, dass irgendein Land,
kaputt gegangen ist. Doch so. Ja, gut, aber dann kann man den noch aufbauen. Aber so ein Elefant, dem kannst du nicht wieder aufhelfen. Dafür holen man Sherry, die regelt. Nee, aber das wäre halt übelst scheiße, weißt du? Die Minks haben. Also ich finde, das haben die Minks nicht verdient. Nee, finde ich auch nicht. Und das ist trotzdem. Hab ich ja nicht gesagt. Hier. Sky Island, die wurde von innen voll. Vaporisiert. Der hat einfach mal so eine riesige Donnerkugel da reingeschickt und hat einfach die komplette Stadt vernichtet. Das ist ärgerlich, ne? Also, ne? Das, oder dazu bereit ist, wissen wir, aber ich find's trotzdem hart assi. Ich weiß nicht, das wäre für mich noch so ein übelster cooler. Also, cool klingt blöd, aber. Wäre ein krasser Plot auf jeden Fall. Und wo sollen denn die ganzen Minks hin? Deutschland. What the fuck? Keine Ahnung. Also, ich will halt unbedingt. Wano Kuni soll doch offen gemacht werden. Was ist da los? Ja, bringen die Minks auf jeden Fall zu den Leuten, die die Minks töten wollen. Das ist ein schlechter Scherz sein. Am Ende. Ja, du kannst doch nicht alle Zivilisten damit bringen. Die haben auch Kinder und alte Menschen, die auch hart cool sind und dann von Jack einfach weggeballert werden. Ich habe keine Ahnung, Fabian, ehrlich gesagt. Also, wie gesagt, ich denke halt, Zunisha wird vielleicht was abbekommen, aber nicht sterben. Weil, Ansage Waffi, er wird alle beschützen. Und der Elefant steht jetzt unter seinem persönlichen Schutz, weil er einfach draufsteht. Hast du gerade gesagt, Ruffy steht über dem Elefanten? Nee, auf dem Elefanten. Ruffy ist so cool. Also ohne Spaß, ich finde halt die Ansage von wegen Zorro vs. Jack, der erste Kampf, wo Zorro wieder bluten wird. Alter, ich will den Kampf sehen. Ich will den Kampf sowas von also, sehen. Also, Zorro ist stark. Ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich stärker ist als Inuyasha und Nekomamushi. Aber die sind jetzt auch geschwächt. Das ist halt auch schon wieder schlecht für die. Der eine kann nicht klatschen, der andere nicht richtig gehen. Ja, aber von wegen, was Inuyasha meinte, von wegen... Boah, wenn Jack die beiden sieht, dann lacht er sich doch erstmal kaputt. Stimmt durch. Ja, und dann zieht Inuyasha eine Trumpfkarte und, ne? Und das ist dann Zorro. Das wäre voll geil, wenn die Trumpfkarte eigentlich die Strohbande ist. Das wär, weißt du, so Lysop-Style. Ja, ne, wir haben noch eine Trumpfkarte. Jetzt werdet ihr unsere wahre Stärke sehen. Zorro, mach ihn fertig. Ich kann es mir genau vorstellen, weißt du? Alle so zusammen, ne, am Feiern und so weiter, ne? Und dann kommt Jack trotzdem irgendwie so auf die Insel rauf, ne? Ja. Und steppt halt voll krass in den Club, ne? Der Spruch konnte ich mir gerade irgendwie nicht verkneifen. Alle sehen ihn so, ne? Jeder, so ganz, ganz normal, straight in sein Gesicht. Und so, man sieht die totale Panik in fucking jedem Gesicht, ne? Bis auf Inuyasha, Nekomamushi und Zorro. Das wäre so, das wäre das Bild für die Ewigkeit, Alter. Weißt du, weil sie so drei Bilder. Ich kann es gerade noch nicht richtig erklären, aber boah, Alter, ne? Ja, aber man sieht halt so drei Bilder, ne? Weißt du, Inuyasha, piss. Nekomamushi, piss. Zorro, Königsaki. Wo bin ich? Zorro, weg. Das wäre der Shit, weißt du, Jack kommt auf die Insel. Alles klar, jetzt werden wir kämpfen. Leute, wo ist Zorro? Der war halt auf dem Schiff von Jack. Weißt du, Zorro hat so alle platt. Wie sägst du falsch rum? Weißt du, Zorro hat so alle platt gemacht. Ja, wo ist euer Anführer? Auf dem Elefanten. Hey, wie komme ich da jetzt wieder hoch? Das ist ungefähr wie bei Alabaster, wo Dings in der Luft geschossen hat, um zu signalisieren, wo die Bombe ist. Deshalb, und Zorro sich im Wald wiederfindet. Ja. Vor allem kann man dann auch nicht wieder zurück, weißt du? Ich meine, ihr müsst ihn erstmal dahin bringen. Ja. Und später sogar Nami. Nee, ohne Spaß, das Blöde ist, wenn er auf dem Schiff landet, kommt er da nicht wieder hoch. Wir schweifen hier schon wieder zu krass ab, ey. Nein, Mann. Aber wie gesagt, ich freue mich schon richtig auf das nächste Kapitel. Ich bin so richtig. Das Problem ist, von wegen Zorro vs. Jack, was ist denn der Grund dafür, warum sich der Rest zurückhalten sollte? Keine Ahnung. Oh, ich könnte mir vorstellen, Zorro, ne, geht halt erst davor, sagt halt, ich erledige das.
Und wo dann halt jeder andere eingreifen will, sagt Ruffy einfach, lass ihn das machen. Der regelt das. Der macht das schon. Ja, wie kannst du, und dann kommt einfach, ne, der Spruch des Kapitels. Ja, wie kannst du jetzt sicher sein? Ja, Zoro wird nicht verlieren, er wird der zukünftige, ne, stärkste Schwertkämpfer der Welt. Und dann geht's los. Boah, ich bin gerade aufgestanden, weil ich Fabian. Standing Ovation für Zoro. Boah, shit, ey. Er hat ja schon mal in Dressosa gemacht, ne? Ich bin gerade aufgestanden, ich muss mich wieder setzen. Das hat er schon mal so ähnlich in Dressosa gemacht, von wegen, ja, können wir denn Zoro vertrauen? Ja, Zoro wird nicht verlieren. Und dann wird, das wird einfach die Steigerung, weißt du, Zoro wird nicht verlieren, weil, ne, er wird der stärkste Schwertkämpfer der Welt werden. Damit müssen wir das jetzt abschließen, Mann. Es geht, jetzt ist, mein Herz. Ja, oh. Jetzt wo wir geklärt haben, wer der stärkste Schwertkämpfer der Welt wird, ne, danke ich euch fürs Zuhören. Jesus. Schreibt, wie gehypt ihr seid und schreibt auch eure Kampfpaarung, obwohl, ne, wir bleiben immer noch bei Zoro vs. Jack. Und ja dann tschüss. Hoffentlich hören wir uns in einem nächsten Video wieder und wie Lars schon passend sagte, tschüss. Tschüss.